Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test. Das letzte ist ja auch ganz schön lange her und in den Untiefen von meinem Archiv habe ich eine alte Aufnahme gefunden von Verdun. Und habe ich mir gedacht, wieso nicht? Lade es doch mal hoch. Wie gesagt, Verdun, wie man auch unten an den Zahlen sieht, nein, doch nicht. Wenn man sich die allererste Zahl anschaut, lässt sich darauf hindeuten, es geht um den Ersten Weltkrieg. Verdun ist ein realistisch gehaltenes Shooter-Spielchen. Und ich habe halt eine Runde aufgenommen, die ungefähr eine halbe Stunde ging. 27 Minuten, glaube ich. Und ja, wie gesagt, es war meine allererste Runde. Falls ihr das Spiel kennt und euch da auskennt, bitte nicht lachen. Ich bin wirklich ein Anfänger. Vor allem, wenn man kurz davor noch Battlefield 1 gespielt hat. Also, das krasse Gegenteil. Von Action zu eher vorsichtiger Spiel, nenne ich es einfach mal. Aber ihr werdet es ja eh gleich sehen. Wünsche euch trotz Anfängerfehler viel Spaß beim Anschauen. Also auf Flammenwerfer, da ist ein Scharfschütze. Das Tolle ist ja, ich spiele es jetzt das erste Mal und bin gleich Offizier. Kannst du jemanden fragen, ob er mit dir wechselt in der Einheit? Ich schau da mal raus. Oh ja, da war einer. Ich schau mit dem Fernglas raus. Oh, da ist jemand. Zack, weg bin ich. Ja, cool. Escape und dann kannst du da jemanden fragen, ob er Ja, mit dir da hat wechseln. mich gerade jemand gefragt. Aber ich kann es ja jetzt gerade nicht. Escape. Ja, aber da hat mich gerade einer gefragt. Na, mit wem? Sturmmann, Waffenspezialist. Ich kenne das doch nicht alles. Mögen Sturmmann. Sie das Gefecht ausgeglichen gestanden? Ich würde es im Normalfall machen, aber nicht jetzt. Nur mit der Pistole rumlaufen, das ist echt furchtbar. Ah, okay, jetzt müssen wir angreifen. Ja, und jetzt geht's ab ins Niemandsland. Komm, jetzt kann ich jetzt nicht mehr laufen. Ach, hast du eine Sperrwaffe aus? Biet ihm doch noch mal schnell den Rollenwechsel an. Habe ich schon. Also. Und biet ihn doch einem anderen an. Gut, die Schlachtfelder sehen aber echt sehr cool eigentlich aus. Schon mit der Bombe und so. So, du musst dich bewegen. Wir müssen angreifen. Ich wollte ein bisschen mit dem Fernglas hinten gucken, ob ich da vielleicht Mörserschlag was machen könnte. Du kannst dir vorstellen, wie leicht man bei so einem Angriff rausgeht. Oh ne. Ah, passt schon, wir müssen ja sowieso angreifen. Also, ah, verdammt. Halt den Kopf unten. Manchmal kann man bei manchen Offizieren kann man respawnen. Ja, okay. Ist gefährlich, ist, wenn man Verbündete fast nicht sieht, so eine weiße Schrift. Ist gefährlich. Ja gut, man muss halt lernen, ist auch eine. Man muss halt lernen, ist an Uniform zu unterscheiden. Vor allem die Franzosen kann man ganz gut erkennen, weil sie blau tragen. Gut, wie kann ich jetzt zwischen zwei Befehlen wechseln? Keine Ahnung, ich hab mich kaum mit den Offizieren beschäftigt. Ich kann da irgendwie Giftgas runterlassen. Nicht, dass es richtig verstanden. Da hinten, da ist auch noch keiner. Ah, jetzt glaube ich jetzt. Komm schon, jetzt! Werf ab, da ist einer! Das ist ein Gegner! Nein. Genau. Und jetzt hier, komm, mach. Tschu. Mach. Ah. Gut, aber warte, wenn es rot wahrscheinlich. Rot heißt beim Normalfall nicht gehen. Ja. Außer du hast das MG und probiert. Hä, aber irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Du musst das irgendwie aufladen, der Giftgas. Moment. Wöppala. Weil wenn du ja Q drückst, dann siehst
siehst ja, du kannst einen Befehl geben und gib Gas. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das irgendwie aufladen muss oder sowas. Ich schaue es mir mal gleich an. Oh. Oh. Also, es muss wahrscheinlich erstmal aufladen. Ich bin so scheiße in dem Spiel. Wie aufladen? Wo ich habe jetzt zumindest. Ja, ich habe da so eine Anzeige drüber, dass es halt gerade immer heller wird, bis es dann halt funktioniert. Ach so, man muss es. Ach, den Befehl auswählen und warten, bis grün wird. Nein. So dieses typische wie auch bei Summe aus den Fähigkeiten, dieser dunkle Kreis, der über der Fähigkeit liegt. Der sich dann langsam. Von wo? Verflucht, ja. Da ist irgendein Gegner in unserem Graben, in unserem Spawn oder so. Ja, kann auch sein. Kann auch sein, dass er einfach nur ein guter Schütze ist. Ja, hallo, ich war da gerade hinter einer scheiß Holzwand. Oder in einem Graben. So, ich hasse das Rebell. Also mir fällt spontan kein Spiel ein, wo ich so schlecht bin wie nicht. Bei der Orchester? Ich seh die Gegner nicht mal. Nee, sogar in Red Orchester bin ich besser. Da sehe ich wenigstens ab und zu mal Gegner. Da hocke ich in einem Graben, hör tot. Da ist so eine Killcam, also wie ein Battlefield ganz gut, wenn man weiß. Ach, da war er. Hey! Verräter! Hey! Wie ist das, der gerade einer hat freckt eigentlich? Flammenwerfer da hinten? Wir haben Flammenwerfer, ja. Ah, schon wieder dieselbe. Weil das Gefäß sieht genauso aus wie bei Battlefield 1. Da haben wir gedacht, ach, das sieht vielleicht noch Flammenwerfer aus. Aber was denn jetzt? Wo möchtest du? Mit deinem tollen Schnauzer. Nein! Immer wenn ich schießen will. Kenn ich. Wir sind halt auch. Ich hab einen. Mein Finger schon auf der linken Maustaste gehabt. Ah. Das Problem ist halt, wir sind auch die Nahkämpfer. Dann wollte ich gerade auch die Gruppe ändern auf Schützen. Das sind die Scharfschützen. Okay, einfach mal in den Graben hocken und hoffen, dass ich mal länger als 10 Sekunden überlebe. Das ist immer eine ganz nette Idee. Insbesondere da wir halt wirklich, auch wenn du gerade ein Gewehr hast, der Stoßtrupp ist halt Nahkampf. Das heißt, du wartest, bis der Gegner im Graben ist und probierst ihn dann wegzusensen. Ja, nicht mit meinem Gewehr. Auch mit dem. Was? Hier sind wir gar nicht. Ah! Wieso habe ich jetzt so kurz weggeschaut? Hätte ich einfach gewartet, wäre ein Gegner gekommen. Aha. Ist er noch im Garten? Ja. Ist bei mir vorbeigelaufen. Gut, die Animationen sind generell ein bisschen hakelig, aber. Gut. Aber ich glaube, da waren mehrere. Da waren glaube ich zwei oder so. Mist! Ja, genau. Der Witz ist, hätte mich der andere Typ, der genau neben mir wäre, nicht blockiert, hätte ich ihn vielleicht erwischt. Ja, in so einem Graben, das passt ganz schön schlimm, aber jetzt blockieren. Ach, wir müssen jetzt verteidigen. Seit wann müssen wir jetzt verteidigen? Na ja, halt, so lange geht's vielleicht auch. Das Problem ist einfach, dass man relativ langsam die Waffe rumzieht um Ecken und so, da wenn der Gegner steht. Ja, also ich habe das Problem mehr. Ich habe die Maussensibilität wahrscheinlich etwas zu stark sogar gedreht. Ich habe zum Teil. Nee, das ist nicht die Maussensibilität, sondern irgendwie der bewegt sich an sich einfach so langsam, finde ich. Gut, wenn er zielt, das ist. Bedenke mal ganz kurz, du spielst hier jemanden, der seit Monaten im Graben hockt, mit wenig Essen, nicht viel, über riesig viel Essen und anderen Annehmlichkeiten. Gut, gut, hast du. So kann man auch roleplayen. Na verdammt. Wie ein Ninja.
treffen. Zum Glück habe ich daneben geschossen. So, ah, der Gift war ein Verbündeter. Lol, aber dass ich überhaupt daneben geschossen habe. So, kurze Frage, weißt du noch, wie man die Sachen auswählt im Q-Menü? Ich habe mich damit wirklich nie beschäftigt. Nee, also einfach hin und dann einfach loslassen oder linke Maustaste drücken. Hätte ich gedacht, dass es so funktioniert. Moment. Also, zumindest diesen Angriff da immer. Kann natürlich sein, linke Maustaste ist links, rechte Maustaste rechts. Ah! Habe ich einen Kill? Wird das irgendwo angezeigt, dass man einen Kill gemacht hat? Außer ja, oben rechts. Rechts oben. Oh, Aussicht. Weißt was, ich war mir so sicher, dass ich die zwei Typen als getroffen habe. Irgendwie ist keiner verrückt. Okay, und? Die Waffen, also mit den Waffen komme ich ja gar nicht zurecht, glaube ich. Ist halt auch die Sache, das ist halt wirklich ein äußerst eigenes. Ja, also. Das ist ungewohnt, ganz ehrlich, das ist sehr ungewohnt. Das ist der Stacheldraht mit da drin. Oh, Moment. Jetzt probiere ich meinen Giftgasangriff anzuordern. Ah, verdammt, ich hab keinen Mist. Moment. Ich komm nicht mal in die Front, weil ich ganz an den Stacheldraht hängen bleib. So, da, endlich. Ich glaube, das ist ein guter Grab. Ja, nur sind wir jetzt im Angriff. Ich habe nichts dazu beitragen. Ach, Alter. Verbündete, die werden so schlecht angezeigt. Hm? Ich sehe wieder fast auf einen geschossen. Moment, ich probiere den jetzt mal. Ah, verdammt, nicht immer mit. Ich habe ich immer. Moment. Ich probiere mal ganz kurz einen Giftgasangriff zu starten. Gut. Zum Bayonettangriff kann man Gift, nicht machen. Giftgas kommt. Gut. Bayonettangriff ist mit der Maustaste. Ja. Was Maustaste? Mit der Maustaste. Damit kannst du auch Granaten so von Unterhand werfen, also... Also der läuft da dann einfach, oder was? Drück einfach mal die mittlere Maustaste, dann müssen wir mit dem Bayonett zustecken. Nein, ich sterbe. Also bei mir ist Nahkampfangriff V. Ah, okay, ich hab's auf die ich hab's auf eine der Zusatzmaustasten gelegt. Nee, ich hab's im Bayonettangriff wie in Battlefield 1 gemeint, dass er einfach so losstürmt oder... Nein, ist der Banzai-Angriff in Red Orchestra, irgend sowas. Ich wollte gerade sagen, dass in der... So, ich hab da. So, Gasmaske auf und rein da. Wie lange bleibt denn das Gas? Eine Weile. Was? Kann ich denn mit Gasmaske zielen? Nicht, ne? Ja. Doch, okay. Man hat halt eine wesentliche Kritik, vor allem auch wegen dem Gas. Hm, okay. Ich kenn's halt nur von Battlefield 1. Jetzt ist mir das passiert. Ich schieß die ganze Zeit auf den und da bin ich die ganze Zeit sein verdammtes MG. Aber mit der Gasmasse im Gas, das sieht schon apokalyptisch aus. Kannst mir glauben. Es gibt einen Modus, wo man nur gegen die KI spielt, also so Wellenverteidigung. Möchtest du den mal ausprobieren? Ja, mach nicht. Killt mich sogar der Kick. Das schon, aber es geht halt da wirklich nur darum, so lange wie möglich zu überleben. Könnten wir machen, ja. Dann kann man auch, kannst du auch mal die anderen Klassen ein bisschen. Okay, warte, ich muss doch die Gasmasse wieder runter tun, das ist ja fürchterlich. Wenn du sie im Gas runter tust, kriegen wir es noch mit dem Gas. Ja, genau. Komm raus, ich hab deinen Kopf gesehen. Komm raus. Danke, jetzt weiß ich auch nicht mal, wie man die verdammten Giftgasangriffe etc. ordert. Das Gas ist ja weg. So lang ist es ja gar nicht. Ja, aber es kann halt wirklich der Unterschied sein. Oh, fuck. Mist! Los. Also Gas ist, wenn der Countdown runter ist, Q und Rechtsklick. Wow, wow. Ja, klar. Ey, kann ich mich irgendwie verbinden? Verbinden? Nein. Ich weiß nicht, ob ich gerade verblute oder sowas. Nein, das gibt's hier nicht. Außer du bist im Gas.
Oder im Stacheldraht. Alter, ich sehe den nicht mal, wo der her schießt. Ich sehe nur die Schüsse. Aber da kannst du dir mal vorstellen, wie das in echt gewesen sein muss. Noch schlimmer. Da ist er! Oh, voll gegen den Erdflug geschossen. Warum hätte ich jetzt gar nicht ganz gegen den Scharfschützen auswählen? Mit dem können die Felskoffer dann ganz gut was wegmachen. Ich hab ihn geschossen! Ja! Ich habe einen Kill! Yay! Oh, endlich! Ich kann gleich, Xylylbromid einsetzen im Regengas. Ja, ist nimmst, gut. Nimmst du es gerade auf oder machst du es gerade beginnen? Ja, ich nehme gerade auf. Gut. Aber ich. ich bin eigentlich mehr am Sterben. Das ist doch in Red Orchestra und Rising Storm auch nicht anders. Ja. Bevor ich jetzt. Moment, bevor ich dann jetzt weiter renne, ich packe die mal wieder Regengas halt, nee, drauf. Ich pack mich wieder raus. Was zum. Du wurdest doch gerade angeschossen, kann das sein? Ja, ich bin dann irgendwie im. Bin irgendwie im Fernglas dann hängen geblieben. Ich werde gleich exekutiert, okay. Ich wurde mal exekutiert nach. Nein, Alter! Naja, immer wurdest du nicht exekutiert. Ja, ein voller Tod. Immerhin. Gut, also irgendwie habe ich das Gefühl, die Spieler, die das noch spielen, die sind halt einfach richtige Pros, ja, oder? Na, nicht alle. Zum Beispiel, jetzt hatten wir vorhin auch ein paar Stufe 2 und 3 in der Einheit. Ich bin ja froh, wenn ich mir überhaupt mal Gegner sehen würde. Dann sehe ich, will abdrücken, dann schießt mich jemand anders. Vielleicht solltest du dir doch mal noch Rising Storm 2 besorgen. Hm. Ich weiß nicht, mit so realistischen Shootern. Ich bin da relativ schlecht, glaube ich. Ich habe meistens nicht die Geduld dafür. Also, ganz ehrlich, du weißt, dass ich auch kein guter Shooter-Spieler bin, aber trotzdem macht es mir einfach Spaß. Ja, das Feeling ist schon cool, ja, aber wenn man halt nur am Sterben ist, ich weiß halt nicht, das ist nicht sehr motivierend, finde ich. Das ist der Sinn des Spiels. Achso. Sorry. Jawohl, mit der Pistole da rausschießen. Ich hatte mal eine Runde mit dem Reichsüberwacher, wo ich dann wirklich so einen kleinen vorgelagerten Posten war, also der immer noch da laufen viele, und da laufen dann, viele. Ich hab drei mit dem Pistole mit dem Revolver abgeknallt. Geh halt drauf, Mann! Ach, ich hätte vielleicht ein bisschen nach oben ziehen sollen. Ach. Mit den ballistischen Kurven, ich glaube, das ist, muss ich mir vielleicht auch nochmal anschauen. Ja, die müsste es geben. Das habe sogar ich gesehen, dass er daneben geschossen hat. Können wir mal schießen, vielleicht treffe ich ja. Wie gesagt, ich weiß schon, warum ich gerade eigentlich ganz gerne auf Schützen gewechselt hätte. Da kommt einer von rechts. Schlecht, ich lade gerade. Da hinter dem Hügel. Ja, bis der da ist, solltest du nachgeladen haben. Der ist da gerade hinter diesem Hügel, da hinter dem. Oder das ganzen Nachladen sieht eigentlich cool aus, nicht so schnell und druckig wie in Battlefield. Hab gerade einen erwischt. Alter, sorry, sorry. Ich bin so gut, dass ich immer schon daneben schieße, was heißt, wenn ich schon treffe, bin ich der gekillt. Soll ich dich wegen Hochverrats exekutieren? Ja, mach. Ich glaube, es gibt tatsächlich kein Team Damage. Glaube es, bin mir nicht sicher. Soll ich mal auf dich schießen? Oh, ich musste gerade hier nachladen. Da schleicht sich doch ein Mist. Ach, da war noch ein zweiter. Pass auf, runter. Oh. Ach, jetzt ist er gekommen, oder?
Nein, ich schieße lieber auf den Verbündeten. Ich bin ja, ich hab doch. Achso. Da, jetzt hab ich die Mauser C96B. Warte mal, ich tu mal hier. Was hat denn der Nahkämpfer, hat denn ein MG? Nein. MG ist nur ist bei Schütze und Lanzer. Oder nee, MG. Also hat dann Sturmmann, Nahkämpfer die gleiche Waffe wie der Waffen. Du kannst draufklicken, du kannst unten aufs Loadout klicken, da siehst du, was er hat. Achso, okay. Der Nahkämpfer hat, glaube ich, in der zweiten Variante nur eine Schaufel und ein Messer oder eine Granaten. Was kann ich da jetzt sperren? Das kann er meinen. Eine Klasse nehmen oder was? Oder? Ja, zum Beispiel. Hat auch einer. Wow. Bist du eigentlich immer noch Truppführer, Offizier oder was auch immer? Ah. Ich bin noch immer Truppführer, wow. Offizier. Okay. Der wird doch geschossen. Persönlich wäre ich schon fast geneigt, mal zu riskieren, hier in der Nähe Regengas einzusetzen, aber. Obwohl, du blockierst mir den Weg. Ah, Moment, ich komm vorbei. Da ist. Vor mir war einer. Da der ist ja gerade nach links gelaufen. Und noch einer. Hinter dir! Vor mir! Mist! Ah, es hat der Nahkampfangriff nicht funktioniert. Gut, ich darf da glaube ich nicht zu hektisch sein. Ich glaube, ich bin jetzt einfach die Spielweise von Battlefield. Zack, zack, zack. Ja, mein Fehler war gerade, ich habe gerade Nachtigallhaken und daher die Pistole leider nicht im Anschlag gehabt. Problem, also freundlich ist die Community auch wieder nicht, oder? Nee. Wenn man da oben das bisschen misst. Es kommt halt immer wieder drauf an. Es Burrito gibt Bitch. Und, es gibt solche und solche, wie immer. Ach Gott. Aber der andere, also der Gegner kann Artillerie schlägern. Wir haben nur Gas. Nein, das kommt immer auf den Offizier an. Ach so. Ich mich erinnere. Die einen Offizier haben Artillerieschläge, die anderen haben Giftgasangriffe. Kann man das selber auswählen? Nein, ich glaube, das ist entweder von. Ich glaube, das ist vom Trupp bestimmt. Schaut mir voll in die Augen. Hallo. Sorry. Kann es sein, dass unser. Generell unser Team ziemlich scheiße ist? Ja. Alter, der Gegner ist 43 zu 5. 44 zu 5. Das ist halt das typische. Wie geht das in diesem Spiel? Ich persönlich glaube, dass sich zum Teil die besten Spieler irgendwie immer auf die Alliierten stellen, aber nicht immer. Deshalb wieder diese Sache, wirklich diese Sache, wenn es gut läuft, dann gehen viele einfach auf die andere Seite. Ja. Unser Team ist echt schlecht, generell einfach. Richtig. Immerhin kannst du dich damit besser fühlen. Ja. Ich finde es nicht so schlecht zu dir. Mein Führer, ist vor uns jemand? Wahrscheinlich, da sind gerade zwei verreckt. Gut, ich opfere mich. Ei, ich hab getroffen! Ich hab voll in seinen reingeschossen. Mann, wieso? Und er kommt einfach um die Ecke und killt mich mit der Pistole. Haben. Beförderung. Noch einer. Ja, also ich. Das ist bei so Spielen, bei diesen realistischen Shootern, da bin ich mir immer sicher, ich treffe den doch! Und er kommt ganz gemütlich um die Ecke, macht einen Bumm. Und ich konnte ihm ja gar nicht verfehlen, eigentlich. Komm. Komm jetzt um die Ecke, komm. Oh, das sind echt viele gerade gewesen. Da müssen noch einer oder zwei sein. Ja. Komm. Wir kommen zum Teil auch so vor, als würden manche Leute einfach nicht rechtzeitig hochziehen. Die stehen, warten dann, bis der Gegner sonst was gemacht hat. Also hochziehen mit der Waffe. Oh. Was ist passiert? Verbündete. Schleicht er sich einfach da um die Ecke da rum. Das hat schon einen Grund, warum man sich da rumschleicht. Ja, das sind gerade ein Verbündeter. Ah! Ich.
gerade echt so scheiße. Da sind gerade drei Gegner bei mir vorbeigelaufen. Das hätte nicht müssen. Nächstes habe ich einen Kill. Gut, also wenn die im Laufen sind, keine Chance. Und die laufen dann natürlich mit MGs rum, ja. Mhm. Mit MGs kann man nicht rennen, zumindest nicht mit den schweren. Die BAR jedoch. Ja. Ahnung, das war irgendwie so eine Maschinenpistole oder irgendwie sowas. BAR, Browning Automatic Rifle. Ja, Rifle. Irgendwie sowas. Da müsstest du doch kennen. Ja, nächstens habe ich mal einen erwischt. Schade, dass die Kugel nicht durch mehrere durchgegangen ist. Wären das kann drei passieren, glaube ich. Weil die waren hintereinander gestanden, alle drei und nur eines verreckt. Und dann auch in die Trefferzone an. Also es war gerade richtig schlecht für mich. Ich hätte da drei Kills absagen können und ja. Schön bei mir vorbeigelaufen. Keiner hat mich gesehen und ich mach so ein. Ach, da habe ich was von der Weile, vom Monat in Rising Summers gehabt. Ich als Japaner mit der Schrotflinte im Tunnel. Die Amis kommen vorbei, die anderen kommen rein. Bam, bam, nachladen, bam, bam, nachladen, bam, bam, nachladen. Gut, mit der Schrotflinte hätte ich es vielleicht einen bekommen, aber. Das war doppelläufige, also von dem her. Das Geile war ja vorhin, wo ich eigentlich auf den Gegner schießen wollte, hat er die Nachladeanimation gemacht. Mhm. Ja, da hast du drin, dass du, wenn du wenn du leer bist und dann Schießen drückst, dass du nachlädst. Nee, ich hatte ja noch vier Kugeln, das hat mich leicht verwirrt. Der hat dann nochmal den Zug nach hinten. Ach so. Deswegen. Mist, ich hab. Ja, ich brauch nur den Killschatzwert, die da ist. Okay, probier ich mal so. Oh, ich hab Kill. Oh ja. Glückwunsch. Oh, ich hab jetzt mal was anderes genommen als die Pistole. Ja, was mit der Pistole in dem Spiel ist. Ach, ja, es kann funktionieren. Gut, also ich wurde jetzt. Deine Typ mit der Pistole geht echt voll ab eigentlich. Ja, die einen können es, die anderen nicht. Man muss halt da immer ganz. Oh. Also schnell kann man doch nicht zielen. Was sind das für Leute? Wahrscheinlich extrem geringe Maussensitivität. Also, das dann mit so einem ganz kleinen Bewegung. Ich hab nichts mit Maussensitivität. Ich kann gar nicht so schnell in die Visieransicht gehen. Und aus der Hüfte können die doch auch nicht so schnell. Und wahrscheinlich gehen sie in die Visieransicht und ballern gleich los. Ja, so schnell. Ich. Ah, oh Gott, also, das war jetzt übel gerade. Hey, die meisten Tötungen durch Gas einmal. Höchste Punktzahl des Trupps. Die meisten Abschüsse des Trupps. So, dann probieren wir es jetzt mal gegen die KI. Ja, vielleicht läuft es dann ein bisschen besser.